Tja Leute, doch noch nicht Feierabend mit dem Teil. Ich habe jetzt hier meine Lautsprecherteile angezeichnet. Ja, und die säge ich jetzt aus. Und dann muss ich mir noch eine Konstruktion überlegen, wie ich die Teile dann festmache. Naja, irgendwas werden wir schon hinbasteln. So, ich habe jetzt die Lautsprecher hier mit Klebeband fixiert. Warum? Ganz einfach, dass ich die ohne Probleme mal jetzt umdrehen kann. Und von der Seite mit ein bisschen Heißkleber fixieren, so dass die, wenn ich sie dann am Schluss reinsetze, einfach plopp passt, plopp passt. Genau, und das mache ich jetzt. So Freunde, ich weiß, ich habe gesagt, ich will den Plastikklang weghaben, aber ich habe jetzt die Idee bekommen, die Teile hier drauf zu schrauben. Dann habe ich das Problem nämlich schon komplett gelöst, wie ich die Lautsprecher befestige. Das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, schauen, dass ich solche Schrauben kriege, die halt um mindestens 12 mm länger sind als die hier. Tja, dann werde ich mal lostigern. Aber vielleicht hilft es ja was, wenn ich ein bisschen Dämmmaterial oder irgendwas damit in die Lautsprecher reinstopfe hinten. Das mache ich. Es funktioniert. Ich werde jetzt schauen, den wieder runterschrauben, dann den Kleber außenrum lösen mit dem Messer und dann die Lautsprecher wieder hier rausnehmen. Einbauen muss man das Ding oder die Lautsprecher auf alle Fälle so in liegender Position, weil da muss ich sagen, das ist etwas tricky, ja, weil man ja zwischen der Auflage und dem Schraubenloch ein bisschen Luft haben. Wenn man die Schraube reinschubst, dann kippt die leicht zur Seite. Ich habe es gerade noch probiert mit Heißkleber oben drauf und naja, funktioniert alles nicht so gut. Gut. Zerlegen, weitermachen. So Leute, Lautsprecherpanel habe ich jetzt soweit auch fertig gemacht. Den mache ich zum Rausschrauben, da habe ich hier die Leisten rein, weil wie gesagt, man muss das Ding dann hinlegen, wenn man den Lautsprecher mal rein oder raus macht, wegs was auch immer. Lassen wir es lieber schraubbar. Und ja, wird doch dann separat beklebt. Ja. Jetzt haben wir noch was ganz was Wichtiges vergessen, bevor wir die beiden Seitenteile verheiraten können. Und zwar vorne die Türe mit diesem Topfscharnier. Oh mein Gott, das nächste Drama. Türe, Türscharniere und Seitenteile verheiraten. Obwohl, für die Türe habe ich ja auch noch einiges vor. Gut. Ich habe jetzt hier die Türe liegen, die muss noch auf die exakte Länge abgelenkt werden. In der Breite hat sie auch exakt 600, ist natürlich zu viel. Da werde ich auch noch was wegnehmen müssen. Jetzt muss ich mal halt überlegen, wie viel ich da wegnehme. 3, 4, 5, 6 mm. Und die packe ich jetzt erst einmal aus und mache mich schlau. Wie spät haben wir es denn eigentlich mittlerweile? 16.50 Uhr, das geht schon noch. Na gut, ich bin erst seit 9 Uhr am Basteln oder so, aber egal. So Leute, erstmal das Türle auf Maß bringen. Ja, hier muss ich noch die mache ich 4 mm, jeweils unten und oben 2 mm Abstand dann. Tja, und dass ich das Ding ausschneiden musste, habe ich ja schon kapiert, aber mehr noch nicht. Schauen wir mal. Aber vielleicht, nee, mit Sicherheit, rufe ich jetzt mal einen David an. Wenn ich Glück habe, geht er hin. Und wenn ich noch mehr Glück habe, kommt er vorbei und setzt mit mir schnell die Scharniere.
Ich habe keinen Bock, mich da extrem zu verkopfen. Entschuldigung. Also, das Türle habe ich jetzt komplett zurechtgeschnitten, mir hier oben und Scharnierseite markiert. Da sind die Scharniere und alles weitere. Nachher, wenn der David kommt. Ja, genau. Also, ich habe angerufen, er nicht hingegangen. Er hat mich zurückgerufen vorher und ja, er kommt nachher vorbei. Gut, Gott sei Dank, ich habe ja noch genügend anderes zu tun und da bin ich froh, wenn der mir das macht. So Leute, kapiert habe ich es ja mittlerweile mit diesem Anschlag. Ich habe mir hier auch schon die Zeichnungen gemacht, wo wir die Schablone anlegen und an der Türe dann exakt am Rand. Aber ich warte jetzt trotzdem auf den David. Der hat dafür die ruhigere Hand. Was natürlich ein Problem ist, sind die Forstnerbohrer mit der Spitze vorne dran, dass wir dadurch die Tür nicht durchbrechen. Aber da werde ich nachher, wenn wir die ersten paar Millimeter drin sind, bei einem die Spitze komplett wegschleifen. Ja, so dass wir einen flachen haben. Bin ich rigoros. So sieht der mit Spitze aus. Den nehmen wir zum Anfräsen, dass wir die Umrisse von dem 35 mm genau haben. Und dann steige ich auf den hier um. Den habe ich gerade hier ein bisschen zurechtgeschliffen. Und den hier spanne ich dann in die Oberfräse ein, wo ich dann exakt hier 13 mm Tiefe eingeben kann. Ja, und dann hoffe ich, dass die Türe heil bleibt. Wenn es mal wieder länger dauert, macht der Junkie alles selber. Meterstab hingelegt, gerade dass ich nicht so kipp. Und ablesen tue ich hier dann, dass ich nicht so kipp. Naja, wird schon halbwegs gerade. Ja, hier habe ich auch schon vorgelöchert. Da spanne ich mir nachher die Oberfräse auf und gebe ihm. So Freunde, den Fräser da eingespannt. Den Forstnerbohrer, genau. Geschwindigkeit fahre ich hier dann nochmal noch gleich runter. So, und den hier mit der Spitze dran wollte ich jetzt zuerst auch da reinhauen, aber geht nicht. Da ist der Schaft zu dick. Der andere hat einen dünneren Schaft. Ja, mei. Also den mit der Hand erst einmal hier vortüdeln, ein kleines Stückchen. Und dann kann ich mit der Oberfräse arbeiten, weil dann habe ich die exakte Führung von den 35 mm und kann gerade senkrecht runtergehen. So, warte ich jetzt noch auf den David. Der hat hier definitiv die ruhigere Hand. Naja, schauen wir mal. Test auf dem Extrabrett und hehe, es passt. Gut. Egal, mache ich es doch alleine. So, Löcher vorgelöchert mit 9 und jetzt mit der Oberfräse auf Tiefe gehen. Ja, und David hat gesagt, er ist gleich da. Zu spät. Erst einmal das Loch finden hier. Ich sehe nämlich gar nichts. Ja, blöd zerkrammeln, blöde Gehennerköpfe. Da fehlen Haare zur Orientierung. Ja, ja, leck mich am Arsch. Er ist drin. Hoffe ich zumindest. Ja, sieht doch gut aus, oder David? Was sagt der Schreiner? Ja, ich sag jetzt nichts Falsches. Zum ersten Mal, dass ich es gesehen habe, dass es hier mit der Oberfläche. Aber es funktioniert, du siehst es ja.
Da wäre ich leicht umhergegangen, ich hätte auch Bohrmaschinen anschlagen. Ja, ja, du vielleicht. Bin ich Schreiner? Leute, ihr glaubt gar nicht, was ich mal von der Holzfresse da hinten für blöde Sprüche gerade geben muss. Es ist abartig. Der Hund ist so blöd. Ja. Aber er hat auch zugeben müssen, dass sie schön sitzen. Hehe. Hab ich das echt gesagt? Ja, hast du vorher. Ich glaub, das hast du selber eingebildet. Ich sag ja, ein Arsch mit Ohren. Ja, Leute, die sind soweit drin. Die haben Softclothes, die brauchen ein bisschen, bis die zu sind. Ja, genau, die habe ich ja extra gekauft. Ja. Dann machen wir mit dem Bullauge weiter. Boah, Leute, morgen muss ich, glaube ich, hier endlich mal ein bisschen aufräumen. Ich habe jetzt hier nicht runterfallen, das Bullauge hergerichtet. Habe hier mit der 100er Lochsäge, deswegen habe ich mir die gekauft, auf 6 mm runter. An der Lochsäge habe ich Klebestreifen angebracht, dass ich da 6 mm reinkomme. Ja, dann das kleinere Loch auch gleich ausgeschnitten. Ja, und die Oberfräse jetzt auf 6 mm eingestellt und jetzt schaue ich, dass ich den Rand noch ausfräse. Ja gut, wenn man so ein Kreisdings gehabt hätte, hätten wir das gleich so machen können. Habe ich nicht, kenne ich mich noch nicht aus. Deswegen mache ich das jetzt so und ja, den Schutz von vorher habe ich weggemacht. Und da denke ich, dass ich das jetzt sehe und ausfräsen kann. Hoffentlich komme ich nicht zu weit raus. Leute, ich muss euch sagen, das mit dem Bullauge ist eine absolut geile Presspassung geworden. Ich habe das jetzt wirklich reindrücken müssen. Richtig geil. Nachteil ist halt, ich muss die Folie hier wirklich an der Kante genau abschneiden beim Folieren. Nichtsdestotrotz werde ich, ja, wenn ich mal die Schraubzwinge rausgemacht habe, das Ding von hinten wieder rausdrücken und hier am Rand noch ein klein bisschen mit dem Schleifpapier nacharbeiten, dass es ein klitzeklein bisschen leichter rein und raus geht. Ja, dann noch gleich die Löcher bohren, schauen, dass die natürlich auch sauber gerade sind. Ja, und dann wäre das mit dem Bullauge auch erledigt. Ja, und wenn man eben durch das Fenster durchschaut, wird man dann genau hier durch auf dem, hier in der Höhe, auf dem Raspberry Pi sehen. Gut, oh, Leute, ich mache das hier jetzt fertig. Dann schnappe ich mir das Seitenteil und die diversen Bauteile. Und dann können wir so langsam, allmählich, ganz gemütlich anfangen, beide Seiten zusammenzuschrauben. Ja, und das machen wir. Aber erst ein bisschen aufräumen. Vielleicht. Gerade das erste Mal die Schrauben probiert und muss ich wohl doch noch ein bisschen mehr senken. Ja, entweder mit einem großen Bohrer oder mit einem anderen Senker. So Leute, dann werde ich dann irgendwann einmal noch den Ring ein bisschen polieren. Und dann ist gut. Raus das ganze Ding und Seitenteile zusammenbauen. Oh Leute, 12:15, ich bin todmüde. Ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr. Aber ich habe noch ein bisschen was fertig gebracht. Ja, bis auf das Teil hier, das Brettchen hier, sind alle soweit untenrum festgespackst und verklebt. Ja, weil mit dem habe ich noch was vor. Was soll ich sagen? Morgen, später, heute, nach dieser Nacht, kommt dann das andere Teil. Obendrauf wird dann ebenfalls verschraubt und dann werden wir das Ding mal gucken, dass wir hinstellen. Dazu werde ich mir dann eine massive Platte suchen, holen oder auch zwei oder drei, dass wir das gerade hinkriegen und dann gucken wir, dass wir Rückwand hinschrauben
Und dann geht es eigentlich schon munter, fleißig weiter. So, alle Teile komplett verschraubt, was jetzt dran sind. Ich habe jetzt die Front doch verschraubt. Warum? Was ich da noch vorhabe. Ja gut, Schublade, nein, eine kleine, mache ich dann direkt hier dran. Das Lautsprecherpanel habe ich jetzt auch bloß mit Schrauben schnell fixiert, so wie es am Schluss eigentlich auch hinkommt. Und ich mache hier jetzt erst einmal ein bisschen sauber. Dann lege ich mir diese alte Tischplatte am Boden, schaue noch nach einem anderen Brett, dass das Ding gerade steht, stelle es ins Wasser und dann stelle ich das ganze Teil mal am Boden. Ja, und dann hoffe ich, dass die Seitenteile halbwegs zueinander passen und dass das Ding gerade steht. Also da bin ich jetzt einmal echt gespannt. Rückwand kommt danach dann gleich und dann kann man es ja dann noch ein bisschen ausgleichen. Ich hoffe, das funktioniert. Was soll ich sagen? So schlecht schaut es gar nicht aus. Ja, jetzt kommt hier vorne unten die Leiste hin. Dann Rückwandunterteil bis hierher. Dann werde ich noch ein Zwischenstück anfertigen. Irgendwo bis hierher. Und ja, hier auch nochmal eine breite Leiste rein. Und oben dann das letzte Stück. Ganz einfach, dass ich hier dann auch reinkomme, um die das Lautsprecherpanel zu verschrauben. Ja, die Platte unten ist halt doch etwas wackelig, aber naja, es wird jetzt schon gehen. Und wieder ein paar Schritte voran. Hier habe ich die Zusatzleiste noch neu gemacht. Untere Rückteil ist, Rückwand ist komplett dran, verspackt und verklebt. Das Teil lasse ich lose, dass ich das wieder wegspaxen kann. Aus einem einfachen Grund, später dann zur Verkabelung, Montage kann ich die schnell wegmachen und kann hier hinten rein ohne Probleme, ohne dass ich mich da ewig vorbeugen muss. Die obere lasse ich ja sowieso schraubbar. Ja, und ich war es leid, den ganzen Staub. Jetzt habe ich halt doch einmal den Staubsauger hier angeschlossen. Und ja, das ist das nächste Rückwandteil. Anzeichnen, bohren, hinspaxen. So, das wird das sogenannte Playfield, wo die Steuereinheit und die Knöpfe alles drauf kommen. Das wird habe ich jetzt auch drin. Und jetzt kann ich mir Gedanken machen, wie ich hier den Monitor reinsetze und dann eben noch mit der Scheibe. Ja, wie mache ich den Mist? So, die Löcher für den Monitor gebohrt in den Brettel. Und ja, weiter geht's dann halt morgen, weil ich heute absolut keinen Bock mehr habe. Ob das dann die nächste Folge ist oder dieselbige Folge, das werden wir dann sehen.